Ist es die Welcome? Ei! Und sie geht vor Anker! Ah, rammen wir mal voll rein, würde ich sagen, ne? Bring uns näher, damit wir mehr sehen. Ich fahr voll rein einfach. Oh, schade. Naja. Aus, als wäre das Schiff verlassen. Church war schon immer ein gerissener Bastard. Feind voraus! Ah, jetzt kommen sie von der anderen Seite. Dann ihnen nach! Volles Segel! Gebt alles, Männer! Alter, volles Segel am Arsch! Was ist das für eine scheiß Startposition hier? Meine Fresse, das war knapp. Ohne das verbesserte Ruder hätte ich da, glaube ich, alt ausgesehen. Bereit machen, Jörg, Feuer! Erwarte Befehle! Oh, nicht beschädigen. Kreuzwinde! Wie hast du es eigentlich zum Kapitän gebracht? Langsam so wie die Segel. Ich hab's halt drauf. Oh, ja, ist vielleicht nicht ganz so gut bei diesem. Alter, die kommen hier ja dauerhaft. Runter auf halbe Segel! Halbe Segel! Schneller, Connor! Wir müssen schneller auf alle Segel! Ja, ich kann nicht bei dem Wind. Alter, kaum setze ich hier volles Segel, kommt sofort so eine Böe. Oder was? Kann dieses Schiff denn nicht schneller? Nicht bei solchen Winden. Und nicht in dieser Umgebung. Also wäre es freier, würde ich hier einfach trotzdem mit vollem Segel. Kreuzwinde! Weil da will die voll gar keine Probleme damit haben, ne? Ja, genau so sieht's aus. Hey, danke, das war mal hilfreich mit dem Wind jetzt. Kreuzwinde! Lass ich mich mal vom Wind ein bisschen treiben. Wir werden keine zweite Chance bekommen. Werden wir auch nicht brauchen. Gebt mir alles. Alter, okay. Da treibt man doch etwas ab. Dann halt außenrum. Schon dran. Gott verdammt, wir verlieren ihn noch. Was bleibt uns denn übrig? Die Felsen zerdrücken uns sonst. Die Strömung hier ist schnell. Wir haben noch eine Chance. Aha, okay. Feindliche Schiffe näher am See. Waffen bereit machen. Alter, wie ich hier einfach nicht. Was ist denn da? Was geht ab hier? Den Angriff als Deckung. Verdeck ihn, bevor er flüchtet. Schick den Bastard auf den Meeresgrund. Nein. Das Schiff darf nicht sinken. Die Ladung ist äußerst wichtig. Ja, schon klar. Scheiße. Naja. Ja, der kommt auch noch dran. So, jetzt habe ich alle hier ver... senkt, glaube ich, ne? Einfach nochmal, weil ich es kann. So. Jetzt ist er da wahrscheinlich auch einfach nicht an Bord.
Oh, 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 oh. Hui! War mein Plan. Was tust du denn? Ich beende es. Oh nein. Uiuiui. Haken bereit! Zieht sie ran! Jawohl, ja! Zu den Waffen! An die Drehbassen! Gib Deckung vom Achterdeck! Sichert die Achterleinen! Und wir springen wieder so rüber. Wir brauchen kein Seil, um rüber zu kommen. Jawohl, wir alle anderen auch, aus irgendeinem Grund. Alter, die haben ja gar nichts drauf. Ah, die spawnen immer neu. Okay. Daraus wird also schon mal nichts. Wie sieht's denn hier drüben aus? Die sind ja beide fast auf einem Fleck. Ey! Flachwichser! Mach das normal und du bist erst recht dran. Scheiße, hat er überlebt. Alter, voll die Metzelei hier. Voll unübersichtlich alles. Bam! Einfach so aus einem Meter Entfernung eine Kugel in den Kopf gejagt oder was. Ja, so wird's gemacht. Okay. Was hat Church mit der Ladung gemacht? Das ist eine gute Frage, dieser miese Motherfucker. Egal, den kriegen wir auch noch dran. Oh, jetzt kann man ein Gespräch von denen belauschen. Aha. Einige jedenfalls. Das muss ich dir zugestehen. Und wie du das alles geheim halten konntest. Wir hatten eine Traumbenjamin. Alter, der kriegt aber fett aufs Maul. Genug. Müssen unterschiedliche Gründe sein. Wo sind die Vorräte, die du gestohlen hast? Du zuerst. Oh ja. Ich frage nochmal. Wo sind die Vorräte? Auf der Insel dort. Warten auf Abholung. Aber du hast kein Recht darauf. Es sind nicht deine. Nein. Nicht meine. Diese Vorräte sind für die Männer und Frauen, die an etwas Größeres glauben als sich selbst. Die kämpfen und sterben, damit sie eines Tages frei von einer Tyrannei wie eurer leben können. Sind das dieselben Männer und Frauen, die mit Musketen aus englischem Stahl schießen? Die ihre Wunden mit Bandagen verbinden, die englische Hände gewoben haben? Oh, wie praktisch. Wir haben. Und ihr erntet den Lohn. Du versuchst nur, eure Verbrechen zu entschuldigen. Als wärst du der Unschuldige und die anderen die Diebe. Alles eine Frage der Perspektive. Es führt kein Weg durchs Leben, der edel und gerecht ist und niemandem schadet. Glaubst du wirklich, dass die Krone kein Ziel hat? Keinen Grund, sich verraten zu fühlen? Das solltest du besser wissen. Der sich dem Kampf gegen die Templer gewidmet hat. Die sich ja selbst auf der gerechten Seite sehen. Denk daran, wenn du meinst, nur dein Tun diene dem Allgemeinwohl. Dein Feind sieht das anders.
das nicht. Ohne Grund. Zawanios Ginaa. Diahne de Gantu Zidogaske. Gott ist ein Segen für uns beide. Komm, willst doch, dass ich dir helfe, alles von der Insel zu bergen. Okay, will er jetzt uns wirklich helfen, oder? Jawohl, endlich mal wieder hier volle Synchronisation, was? Neues Gemälde freigeschaltet. Oh, und Sequenz 9 ist beendet. Mhm. Ah. Ich bin wieder mit meinem Vater vereint. Doch weiß ich noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Unsere Ziele sind gleich. Jedenfalls, was die Unabhängigkeit betrifft. Doch er verteidigt weiterhin Charles Lee, der meine Mutter tötete und mein Dorf niederbrannte. Dennoch, er hat recht, was Washington seine Befürworter angeht. So viel Gerede über Freiheit und Gleichheit. Doch anscheinend gilt das nur für wohlhabende weiße Männer. Was ist mit einem Ich muss über so vieles nachdenken. Und es bleibt mir so wenig Zeit dafür. Willkommen zurück. Wie war's auf Martinique? Achilles, Ich muss mich entschuldigen. Ich habe einige falsche Dinge zu dir gesagt. Deine Worte waren hart, Connor. Aber auch nicht ohne Wahrheit. Ich ließ den Orden hängen, ermöglichte den Templern die Kontrolle. Doch nun ist ihr Griff geschwächt. Daher glaube ich, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Stell dir vor, was wir erreichen können, wenn wir uns vereinen. Woher der Sinneswandel? Woher kommt das plötzlich? Du bist deinem Vater begegnet, nicht wahr? Ich sage nicht, dass ich ihm traue oder ihn schätze. Aber es wäre nachlässig, die Gelegenheit zu ignorieren. Haytham mag zuhören, doch wird er verstehen. Und selbst wenn, stimmt er zu? Selbst er muss einsehen, dass wir gemeinsam mehr erreichen als allein. Ich nehme an, du willst ihn aufsuchen. Ja. Ich reite nach New York, um zu sehen, was getan werden kann. Ja, und an der Stelle werde ich dann vermutlich auch mal... Oh, Siedlungsmission wieder ohne Ende. Na komm, eine können wir machen, ne? Eine können wir machen. Danach werde ich dann allerdings Schluss machen, da ich eigentlich... Naja, nur gezockt habe, um mehr oder weniger den Hausaufgaben... vor den Hausaufgaben zu entkommen. Ein bisschen, aber es muss ja getan werden, ne? Deswegen... mache ich das gleich nochmal schnell. Aber jetzt erstmal hier noch eine geile Siedlungsmission. Mal schauen, was da Sache ist. So, da haben wir hier doch direkt eine. Ach, die Schneiderin. Ja. Oh, habe ich das übersprungen? Nee, doch nicht. Gut. Es sind noch ein paar Ballen Seide in meinem alten Haus. Sie sind außerordentlich wertvoll, doch ich glaube, ich sollte nicht zurück. Es könnte gefährlich sein. Ich habe gehofft, du könntest sie mir holen, wenn du Zeit hast. Ja, wenn wir in New York sind, machen wir da einfach einen kurzen Abstecher. Gut, das war ja keine richtige Mission. Schauen wir mal, was. Wer ist das hier? Hast du einen Moment Zeit? Ah, der Holzfäller.